2 Jahren Gelegenheit, Ja, bitte um. wie heißt das, Löwenzahnwurzelkaffee zu trinken. Hast du das schon mal Oh, probiert? ja, Das ist verrückt. Das also schmeckt natürlich nicht so wie Kaffee, sieht aus wie Kaffee. Und wird hergestellt, tatsächlich aus Löwenzahnwurzeln, okay. die ausgerupft werden, dann gesäubert, getrocknet, geröstet, gemahlen. Und das wird dann auch, also das ist auch ein Riesenaufwand, der da drin ist. Und das wird dann getrocknet, aufgekühlt und schmeckt, ist wirklich sehr wohl schmecken, muss wirklich sagen. Das hat mich ganz Und was für positiv einen überrascht. Effekt hat es? Keiner. So, einfach nur, dass ich heute erzählen kann, ich habe über Löwenzahnkaffee getrunken. Das war so bis jetzt mein Ja, jetzt haben persönlich wir auch Lassi. Lassi, ja. Ist Ja. das aus Simone, Indien? darf ich sagen, du hast mir hier schön was reingetan. Es ist schön, weil ich weiß, was es ist, aber wenn der Gast das gefügt hätte, wäre das Deshalb habe ich sie hier problematisch. gegeben. Ich Ja, hätte es auch so getrunken. Also, ja, ja, nee. mich kriegen Sie Wir überhaupt gar haben nicht. hier eine besondere Art von Basilicum Sanctus, heißt das. Das ist diese Pflanze, die hier ist, und die gibt Blüten ab und zu, und diese Blüten, die tun wir da rein. Ach ja, Und Basilikum das haben wir Sanctus. jetzt, naja, weil wenn es fremd ist, dann denken wir, oh, was ist das? Ach Gott, Spinat genau. oder Ich bin Petersilie da oder Kummer gewohnt. was? Ja. Also, Also, schön, dass Sie gekommen sehr sind gerne, und vielen vielen Dank für die Dank. Wir Einladung. freuen uns. Ja, kannst du ja hinten. Lassen. Und was war das jetzt? Ananas? Nee, Mango. Mango, Mango. 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 Das Mango, ist ein ist noch ein bisschen Milch drin oder so? Kann das sein? Gib mir mal Joghurt. Salat. Oh, Joghurt ist es. Joghurt ist es. Sehr schön. Das schmeckt Joghurt, Wasser, das jetzt. Mango und ein bisschen Wasser Zucker vielleicht. Oder vielleicht auch Rosen, Wasser auch. und Nee. Doch erfrischend, ne? sehr gut. Ist gut. Das gibt es ja heutzutage schon bei Aldi und bei Aber es wie echt. auch gerade. Bei Edeka. Bei Edeka, Aber das ist selbst gemacht. ist tatsächlich so ein Produkt, da würde ich dann, also wenn ich es irgendwo stehen sehen würde, würde ich vorbeigehen. Ja. Würde ich denken, was der Bauer, den kennt, das ist Ja, der. ja, ja, ja. Jetzt Den, kennen wir ihn. jetzt kenne Und ich der jetzt Bauer gerade. kennt Ja, ihn. tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob es wegen mir erfunden wurde. Ja, das ist ein bisschen jung, glaube ich noch. Ich denke auch, ich war tatsächlich als Kind, ist das ganz schwierig gewesen bei mir. Ich habe ja kaum was gegessen. Ach ja? Ich habe mich, ja, ich hab mich von Salat, also mengenmäßig immer viel, aber von der Auswahl her, also ich habe keinen Salat gegessen, ich habe kein Gemüse gegessen, Milchprodukte. Habe ich heute noch tatsächlich, esse ich sehr wenig Milchprodukte. Kein Käse, kein. Ja, also eigentlich nichts, wenn man so ganz ehrlich ist. Und hab dann mich ernährt von Salamibrot, wahlweise, also quartalsweise, vielleicht auch halbjahresweise. Oder Fleischwurstbrot. Das war tatsächlich Aber nichts. überlebt. Hab's überlegt, hab's überlegt. Hab das auch ein Stück weit abgelegt. Also ich esse heute deutlich mehr und vor allen Dingen bin ich vielen Sachen einfach aufgeschlossen. Also ich finde, man sollte alles mal probieren. Und wenn man feststellt, es schmeckt, ist es gut. Und wenn man feststellt, es schmeckt einem nicht. Also, Okay. da kann ich leider nicht zustimmen, weil ich bin nicht bereit, alles mal zu probieren. Naja, Da gut. gibt es Dinge. Sie leben ja vegetarisch. Eben. Das ist jetzt, das ist, also wenigstens das Fleisch ist mir offen. Ja. Aber auch da esse ich nicht alles. Das muss man schon Ja, sagen. deswegen Also sage ich alles, sondern muss man vorsichtig ja, sein klar. ne, Naja, klar. Also, heutzutage, was es da so gibt. zweifellos. Also, ich habe auch das ein oder andere Produkt, wo ich jetzt heute sagen würde, da gehst du einfach nicht dran. Also, Ja, das. ist dann Ja, unangenehm. der Also, Corona, der kommt ja nicht von nein, ungefähr. also das. Ja, Das kommt daher, dass manche Leute alles essen. ja. Ja, weil wenn das Also, die nicht so Chinesen würde ich wäre, jetzt auch nicht treiben, das gebe ich eben, zu. wenn das nicht so wäre, hätten wir wahrscheinlich diese Problematik nicht. Ja, naja, gut, dann wäre es irgendwann was anderes. Also, ich Ja, meine, klar. das ist ja ein Problem der Globalisierung eigentlich, Das dass wir sagen wir, ja. dass sowas eben nicht nur regional auftritt, weil früher ist es ja auch im Prinzip eine regionale Erkrankung dann mal gewesen, die man hat. Dann sind dort in der Region vielleicht einige Leute verstorben und man hat das gar nicht zuordnen können und damit war es Da dann war nicht das gut. Kind, ja. Heute ist alles globalisiert und Sie haben ja Verbreitet gesehen, sich wie lange hat es gedauert. ja. Ne? Also man braucht ein Vierteljahr und dann ist die komplette Welt infiziert auf einmal. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das muss man einfach sehen. Insofern ist die Globalisierung was Schlechtes, hat aber auch was Gutes auf der anderen Seite, die Globalisierung ist aber in alle wissenschaftlichen ja, Universitäten oder Forscher arbeiten weltweit jetzt zusammen, um dieser Pandemie zu begegnen. Okay. Das hat was Verbindendes. Das ist Ja, sehr klar. schön. Aber was es braucht, damit wir uns verbinden, ne?
dass es sowas möglich ist. Und der Natur ist auch besser. Ja, ja. Das ist zweifellos. Ja, das ist zweifellos. Ja. Und der Himmel ist blau, ja. Das Wasser ist rein. Mein Sohn, der wohnt in Indien, in Mayapur, also nicht weit weg von Kalkutta. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das zu Kalkutta? Gar nicht so viel. Ne? 120 braucht man aber trotzdem 4 Stunden, um dahin zu fahren. Ja. Und ach, ich mir kann es nicht gar nicht gekannt haben. Ja. Und er hat gesagt, er sieht den blauen Himmel zum ersten Mal. Er hat vorher noch nie blauen Himmel gesehen. Oder in Ganges oder in der Yamuna sehen die nichts normalerweise. Und jetzt ist alles kristallklar. Und wie schnell die Natur sich regeneriert, wie schnell das geht. Und wie schnell jetzt, dass es wieder so auflockert, wird es schon täglich immer drüber. Okay. Also schade, ne? Merkt man natürlich, wenn es wieder losgeht, würde ich mal so sagen, auch im Himmel, da ist ja das beste Beispiel, also man sieht die Flugzeuge oder man sieht sie eben nicht. Das ist das Ding, was wir am besten erkennen können. Ich hatte Anfang der Woche, Montagabend ist es gewesen, hatte ich einen Termin, da hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der in Darmstadt arbeitet. Und der hat gesagt, also jetzt die letzten Wochen in der Corona-Pandemie bin ich da runtergefahren, bin hochgefahren, da war kein Stau, nirgendwo. Er hat gesagt, jetzt am Montag ist der erste Morgen gewesen, wo wieder Stau war. Ich glaube, den Unfall jetzt auf der Autobahn ist, das kann nicht mehr passieren, da hat der Stau, aber jetzt wegen Verkehrslicht. Und da hat er gesagt, jetzt das erste Mal ist das gewesen und er erwartet, dass es jetzt einfach wieder anläuft. Wir sehen es ja. Die Leute gehen wieder mehr zur Arbeit. Also Sie haben es ja sicher gehört, auch in Venedig, ne, kann man da irgendwie toll, oder? Fische die Delfine sind in oder Venedig. In China auch, der Himmel ist blau. Ja. Ne, alles, ja. So, wenn Sie mögen, können wir weitergehen, weil wir haben jetzt weniger Zeit als hier steht drauf Surgical Face Mask. Medizinische Gesichtsmasken für Religion from Germany, via ISKCON, das sind wir. Yeah. Gratis! A gift from China. Genau. Religions for Peace, das ist also in Deutschland, in Europa, eigentlich gibt es das weltweit. Mhm. Und wir arbeiten hauptsächlich daran, die Religion, die Führungsperson der Religion zusammenzubringen und uns auszutauschen. Sehr und schön. Alles das, was wir bis jetzt besprochen haben, zu besprechen, die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede und so. Und dass wir vermeiden, uns zu bekriegen, weil wir sind ja eigentlich nur Menschen, wir finden uns ja gegenseitig alle toll eigentlich. Ja. Und da gibt es keinen Grund, sich zu bekriegen. So sollte es sein. Ja. So sollte es sein. Also ich darf im Namen der Gemeinde Hohenstein ganz herzlich Danke sagen für diese tolle Unterstützung. Ich darf aber auch tatsächlich, ihr hattet es eben schon im Gespräch bilateral besprochen, aber ich möchte es an der Stelle auch nochmal wiederholen. Danke sagen dafür, dass Sie so engagiert sind, bei uns hier in Hohenstein, in der Region so engagiert sind und viele tolle Dinge machen, den interreligiösen Dialog auch fördern, befördern und fördern. Das ist eine tolle Sache. Ich denke, dass wir das aufgreifen sollten, einmal medial natürlich, was wir heute machen, das ist ein Anlass, das medial aufzugreifen, aber dass wir tatsächlich vielleicht auch nochmal den engeren Dialog mit den Kirchen bei uns vor Ort suchen. Danke, Herr Bauer, weil das hatten wir eigentlich das letzte Mal, wo Sie genau. Auch schon mal angesprochen, genau. Aber dann irgendwie. Dann gab es eine ganze Menge Pfarrer, die weggegangen sind, tatsächlich. Also okay. Es gibt keinen katholischen Pfarrer mehr, der ist neu da, die evangelischen Pfarrer sind alle ausgetauscht worden. Also, okay. Sie sind konstant da. Ja, unsere, ja, ich bin eine Konstanz. Unsere christlichen Vereine sind offensichtlich, ja. Offensichtlich da etwas wechselfreudiger. Ja, schön. Also insofern würde ich das gerne nochmal zum Anlass nehmen. Ja. Und wie ich die Herren und Damen Pfarrer dort kennengelernt habe, bis jetzt sind die auch aufgeschlossen. Sehr gut. Es sind und da junge können Menschen. Die ja mal separat mal telefonieren miteinander, genau. Und vielleicht eine Kleinigkeit mal organisieren, dass wir uns mal kennenlernen, genau. Uns mal treffen. Genau. Und dass wir auch offen sind für die Gemeinde generell, dass sie auch mal gucken kann und hier sich umschauen kann, ja. Fragen stellen können, sich austauschen kann und zusammen einfach mal Tee und Kuchen mal trinken oder ja. Ne, ja. Irgendwas. Ja. Das Problem ist ja dieses Jahr mit der Corona-Zeit, ist okay. Ja auch Fazio A ausgefallen. Okay. Ja, schade. Das ist ja auch etwas, wo Sie immer sehr ja. Gerne und sehr ja. Intensiv auch ja. Teilnehmen und
Das ist natürlich schade, ja, dass wir in diesem Jahr sehr wenig Feste und ja, solche Kontakte haben. Dafür haben wir das machen können. Das hätten wir vielleicht sonst nicht machen können. Mit Sicherheit. Auf die Idee wären wir beide nicht gekommen. Ja, also ganz herzlichen Dank. Ja, bitte. Der Stelle auch darf ich mal fragen, wo das weitergeht? Wissen Sie das schon? Wir würden es bei uns zunächst in den Kindertagesstätten am ehesten einsetzen, weil wir hier die Möglichkeit sehen, Leute direkt auch anzusprechen und auf die Hygieneregeln hinzuweisen. Also es ist jetzt nicht so kein Produkt, was wir im Keller stellen werden. Ja, ich hoffe, wir warten einfach mal ab, was passiert, sondern wir wollen es tatsächlich auch in Einsatz bringen. Und wir stellen fest, es gibt einen Bedarf. Es gibt natürlich einen Bedarf an diesen Community-Masken, die ich jetzt auch eben getragen habe und jetzt aufgrund des Abstandes nicht tragen muss. Auch das wird kaputt. Ja, müssen wir sagen. Nee, aber das ist ja tatsächlich so. Und wir stellen aber auch fest, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die eben keine Community-Masken haben, weil sie die nicht tragen können, weil sie im Stoff im Gesicht schwer atmen können. Und für die ist eben professionelles Material. Und das ist ja jetzt wirklich professionelles Material. Ja, es ist zertifiziert. Genau. Hier steht hier hinten drauf. Ja. Alles zertifiziert. Genau. Also das ist richtig, sind eigentlich medizinische Masken. Genau, sogar. Genau. Und da ist es eben sinnvoll, wenn wir es da einsetzen können. Super. An der Stelle. Und da kommt es sinnvoll zu den Menschen, die wir eben ansprechen wollen. Und wir werden sicherlich auch, wenn wir jetzt im Hohensteiner Plätschen, da werden auch die Titelseite werden. Wir super. Gerne. Das gerne vielleicht ja, so, ne? Genau, also da müssten Sie ja, dann ja, nochmal. Aber das bringen wir dann. Ja. Ja. Schicken Sie einfach per E-Mail. Oder? Ja. Per E-Mail, genau. Ja. Super. Und dann würden wir das auch auf die Titelseite vom Plätschen machen, weil das finde ich ist so eine tolle Sache. Ja. Die wirklich auch promoted gehört, wie wir so neudeutsch sagen, aber tatsächlich ist es so. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Freut mich.